Halo, guten Tag, dobrodan, dobrodošli u još jednu novu video lekciju, gde sam onako baš zadala sebi zadatak da vam pokažem koliko je ponavljanje bitno i koliko je korisno. I to sam tek u toku video lekcije krenula da radim, da ponavljam, da ponavljam, da ponavljam. Napravila sam dve pričice kratke, prezent i prošlo vreme, i onda ćemo mi da pričamo te pričice, tačnije da prevodimo te kratke rečenice prvo na nemački. I to je kao ona igra, ja kažem nešto, onda neko sledeći kaže nešto doda i onda ovaj treći mora da ponovi ono što sam ja rekla i ono što je ovaj drugi rekao, pa da doda nešto. I tako ćemo na svaku sledeću rečenicu ponavljati prethodnu i ispričati te dve priče cele na pamet i mislim da će vam koristiti definitivno. Dakle, samo kao što rekao na kraju videa klipa, morate ostaviti do kraja, morate ga odgledati i više puta i morate sebi zadati cilj, hoću da naučim ove pričice, da ispričam. Ako je već tako rekla, hajde da je poslušam pa da vidim da li funkcioniše ili ne. I reći ćete mi naravno da li ste uspeli da ih naučite i da li mislite da to ima nekog efekta i da li mislite da vam sve te onda rečenice polako pomažu da se u nekoj realnoj konverzaciji brže snađete na nemačkom. Ok, krećemo odmah. Ali za danas sam srećan, ne moram da radim. Imam vremena. Mogu da radim šta želim. Zovem svoju drugaricu, ona dolazi kod mene, posećuje me. Idemo zajedno u kupovinu, onda idemo u šetnju, jedemo u jednom restoranu, uveče gledamo neki film u bioskopu, čitam malo u krevetu i onda spavam. Znači, to je prvi deo koji ćemo prevoditi u prezentu. Drugi deo je jestan, juče, znači perfekat ili preterito. Juče sam bio kod prijatelja, želeo sam da im pomognem prilikom useljenja. Ranije su oni imali jednu malu kuću, prošlog meseca su kupili veliku, morali smo da nosimo nameštaj, uveče smo završili. Zajedno smo jeli i pili, u 10 sam otišao kući, bio sam mrtav, umoran i odmah sam zaspao. Ok, i sve u prvom licu, prezent i prošlo vreme u prvom licu, onda ćemo da to provežbamo i u trećem licu, on ili ona. Ok, da krenemo. Danas sam srećan. Heute bin ich glücklich. Heute bin ich glücklich. Dakle, pazite, glagol je na drugom mjestu. Ne možemo reći heute ich bin glücklich, sondern heute bin ich glücklich. Ne moram da radim. Ich muss nicht arbeiten. Ich muss nicht arbeiten. Also ich muss moram, ich muss nicht, ne moram, raditi. Arbeiten. Heute bin ich glücklich. Ich muss nicht arbeiten. Dakle, modal je na drugom mjestu, a glavni glagol na kraju u infinitivu. Ich muss nicht arbeiten. Imam vremena. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Možemo reći imam slobodnog vremena. Ich habe viel, zum Beispiel, viel Zeit ili viel frei Zeit. Ich habe Zeit. Ich habe viel frei Zeit. Pa onda ponovite sve od početka. Heute bin ich glücklich. Ich muss nicht arbeiten. Ich habe Zeit. Ich habe viel Freizeit. Mogu da radim šta želim. Ich kann machen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Dakle, pazite na ovo radim ovde. Nije arbeiten, nego je glagol machen. Znači ima šire značenje. Arbeiten znači raditi svoj posao. Ići na posao. Machen je sve ostalo. Mogu da kuvam, šetam, idem u bioskop. Ich kann machen. Mogu da radim. Ich kann machen. Šta ja želim. Was ich will. Heute bin ich glücklich. Ich muss nicht arbeiten. Ich habe viel Zeit. Ich kann machen, was ich will.
Znači, probajte svaki put da ponovite sve, cijelu pričicu. I ja zovem svoju drugaricu ili svog druga, ali ćemo jedno i drugo. Ich rufe meine Freundin oder meinen Freund an. Ich rufe, znači glagol je anrufen, nemam prefiks na kraju. Ich rufe meine Freundin, ženski rod, meinen Freund, muški rod, akuzativ, an. Heute bin ich glücklich. Ich muss nicht arbeiten, ich habe viel Freizeit, ich kann machen, was ich will und ich rufe meine Freundin an. Oder ich rufe meinen Freund an. Znači, kod muškog roda smo dodali ovo N. Akuzativ ženski je E. Ona ili on mene posećuje. Sie besucht mich. Sie besucht mich. Besucht mich. Besuchen, posetiti, treće lice, besucht mich. Heute bin ich glücklich, ich muss nicht arbeiten, ich habe viel Zeit, ich kann machen, was ich will, ich rufe meine Freundin, meinen Freund an und sie oder er besucht mich. Prvo idemo zajedno u kupovinu. Dann gehen wir zusammen einkaufen. Znači, opet ne wir gehen, nego gehen wir. Glagol na drugom mjestu. Einkaufen gehen, ići u kupovinu. Dann gehen wir zusammen einkaufen. Dann gehen wir zusammen einkaufen. Heute bin ich glücklich. Ich muss nicht arbeiten. Ich habe viel Freizeit. Ich kann machen, was ich will. Ich rufe meine Freundin, meinen Freund an, dann gehen wir zusammen einkaufen. Dann gehen wir zusammen einkaufen. Sedam, onda idemo u šetnju. Dann machen wir einen Spaziergang. Dann machen wir einen Spaziergang. Bukvalno pravimo jednu šetnju ili dann gehen wir spazieren. Gehen wir einkaufen, gehen wir spazieren. Spazieren gehen, ich schätze nur einkaufen gehen. Ich kupuje. Heute bin ich glücklich. Ich muss nicht arbeiten. Ich habe viel Zeit. Ich kann machen, was ich will. Ich rufe meine Freundin, meinen Freund an. Sie oder er besucht mich. Dann gehen wir zusammen einkaufen. Dann machen wir einen Spaziergang. Und jedemo u jednom lepom restoranu. Uveče recimo Amana. Am Abend essen wir in einem schönen Restaurant. Am Abend essen wir in einem schönen Restaurant. Dakle, restoran je das, u dativu gdje jedemo, in einem, znači nastavak dativ je m, a pride u dativu dobijem n, odnosno n, also am Abend essen wir in einem schönen Restaurant, idemo od početka. Heute bin ich glücklich, ich muss nicht arbeiten, ich habe viel Freizeit, ich kann machen, was ich will, ich rufe meine Freundin, meinen Freund an, sie oder er besucht mich, dann gehen wir einkaufen, dann machen wir einen Spaziergang, am Abend essen wir in einem schönen Restaurant. Uveče gledamo film u bioskopu. Dobro, već smo rekli ovdje uveče am Abend, ovdje ćemo da kažemo... Da li možemo da kažemo nach dem Abendessen, nakon večera.
Nach dem Abendessen sehen wir uns einen Film im Kino an. Kuristismo de ansehen. Sich ansehen. Sehen wir uns. Ich sehe mir. Du siehst dir. Wir sehen uns einen Film im Kino an. Nach dem Abendessen sehen wir uns einen Film im Kino an. Sad se malo komplikuje. A dobro imamo još dve. Heute bin ich glücklich, ich muss nicht arbeiten, ich habe viel Freizeit, ich kann machen, was ich will. Ich rufe meine Freundin, meinen Freund an, sie oder er besucht mich. Dann gehen wir einkaufen, dann machen wir einen Spaziergang. Am Abend essen wir in einem schönen Restaurant. Nach dem Abendessen sehen wir uns einen Film im Kino an. Und da chillen wir mal im Krevetu. Ich lese noch ein wenig im Bett. Ich lese noch ein wenig im Bett und dann schlafe ich. Und das Pavam. Und dann schlafe ich. Ne, ich schlafe, nego schlafe ich. Znači, dann, paglagol, schlafe ich. Okay, idemo celu priču. Heute bin ich glücklich, ich muss nicht arbeiten, ich habe viel Freizeit, ich kann machen, was ich will. Ich rufe meinen Freund, meine Freundin an, sie oder er besucht mich. Dann gehen wir einkaufen, dann machen wir einen Spaziergang. Am Abend essen wir in einem schönen Restaurant. Nach dem Abendessen sehen wir uns einen Film im Kino an. Ich lese noch ein bisschen im Bett und dann schlafe ich. Znači, to mi je domaći zadatak. Da zapamtite sve ove rečenice i da ispričate ovu priču bez gledanja u ekran. Sad ćemo samo sve to umjesto ih da bude zim. Znači, danas je ona srećna. Heute ist sie glücklich. Heute ist sie. Bin ich? Ist sie glücklich? Ich muss nicht arbeiten. Sie muss nicht arbeiten. Znači, samo smo promenili subjekat, glagol, moderni glagol je u istom obliku. Muss. Ich muss, sie muss. Sie muss nicht arbeiten. Sie hat Zeit. Sie hat viel Freizeit. Ich habe, sie hat Zeit. Ich kann machen, was ich will. Sie kann machen, was sie will. Znači, modali su u trećem licu isti kao u prvom. Ich kann, sie kann, was ich will, was sie will. Dok se ovi drugi glagoli razlikuju, u prvom licu je nastavak e, u trećem t, jel tako? Ich habe, sie hat. Ich kann machen, was ich will, sie kann machen, was sie will. E sad, ich rufe meine Freundin, meinen Freund an. Sie ruft, pazite na ovo, ihre Freundin oder ihren Freund an. Sie ruft ihre Freundin, ihren Freund an. Znači, sie ruft, i menjamo ovo ihre, meine, moje, njena, ihre. Sie ruft ihre Freundin oder ihren, također nastavak, ihren Freund an. Meine, ihre. Ich rufe, sie ruft. Sie oder er besucht mich. Sie oder er besucht nju, je sie. Znači, sie besucht sie, ona posjećuje nju. Ili er besucht sie, on posjećuje nju. Znači, sie je ona i sie je nju. Dann gehen wir zusammen einkaufen. Onda oni idu zajedno. Znači, dann gehen sie zusammen einkaufen. Prvo lice množine, wir, i treće lice množine, sie, u ovom slučaju imaju isti oblik. Gehen, isti oblik glagola sa n. Dann gehen wir, dann gehen sie zusammen einkaufen.
Znači ovde su zi oni, ne ona. I to vidimo po nastavku. Zi get, ona ide, ali zi gehen, oni idu. Dann gehen sie zusammen einkaufen. Dann machen wir einen Spaziergang. Znači dann machen sie einen Spaziergang oder gehen sie spazieren. Dann machen wir einen Spaziergang, dann machen Sie einen Spaziergang. Dann gehen wir spazieren, dann gehen Sie spazieren. Am Abend essen wir in einem schönen Restaurant. Am Abend essen Sie in einem schönen Restaurant. Am Abend essen sie in einem schönen Restaurant. Znači samo smo promenili mi u oni. Sve ostao isto. Nach dem Abendessen sehen wir uns einen Film im Kino an. Nach dem Abendessen sehen sie sich. Ovdje se meni je ova povratna. Znači wir sehen uns, a sie sehen sich einen Film im Kino an. Nach dem Abendessen sehen sie sich einen Film im Kino an. Oni gledaju film u bioskopu. Ich lese noch ein wenig im Bett. Sie liest noch ein wenig im Bett. Ona čita. Ich lese, du liest, sie liest. Ne prirodan glagol. Sie liest noch ein wenig im Bett. Und dann schlafe ich und dann schläft sie. Također nepravilan glagol. Schlafen, schläfst, schläft. Znači, und dann schläft sie. Und dann schläft sie. E sad idemo juče, prošle vreme. Juče sam bio kod prijatelja. Gestern war ich bei meinen Freunden, množina, dativ, i imamo ovaj glagol biti u preteritu. Ich war, ja sam bio, gestern, glagol na drugom mjestu, war ich bei meinen Freunden. Gestern war ich bei meinen Freunden. Želim sam da im pomognem prilikom useljenja. Ich wollte Ihnen beim Umzug helfen. Sad imamo wollen u preteritu. Ich wollte. Ich wollte njima, Ihnen, beim Umzug, pri selitbi, helfen, helfen, pomoći. Ich wollte Ihnen beim Umzug helfen. Also, gestern war ich bei meinen Freunden. Ich wollte ihnen beim Umzug helfen. Ich wollte ihnen beim Umzug helfen. Ovo je malo teža sekunda. Oni su ranije imali jednu malu kuću. Früher hatten sie ein kleines Haus. Früher hatten sie ein kleines Haus. Glagol na drugom mjestu i to glagol haben u preteritu sie hatten, imali su. Früher hatten sie ein kleines Haus, das Haus, srednji rod imamo ovaj nastavak S, u akuzativu. Früher hatten sie ein kleines Haus. Also, gestern war ich bei meinen Freunden. Ich wollte ihnen beim Umzug helfen. Früher hatten sie ein kleines Haus. A prošlog mjeseca su kupili veliku kuću. Letzten Monat haben sie ein großes Haus gekauft. Sad idemo sa perfektom. Letzten Monat haben sie ein großes Haus gekauft. Opet S, Haus, kleines, großes Haus. Perfekat. Znači, na drugom mjestu je pomoćni glagol, haben, a na kraju glavni glagol.
u participu prošlom gekauft. Letzten Monat haben Sie ein großes Haus gekauft. Ich war gestern bei meinen Freunden. Ich wollte Ihnen beim Umzug helfen. Früher hatten Sie ein kleines Haus. Letzten Monat haben Sie ein großes Haus gekauft. Morali smo da nosimo mnogo namještaja. Wir mussten viel Möbel, viele Möbel tragen. Znači modalni glagol müssen u preteritu wir mussten bez umlauta. Wir mussten viele Möbel tragen. Wir mussten, mussten, to je konjunktivaj, a mussten bez umlauta je preterit. Znači wir mussten viele Möbel tragen. Dobro. Kako počinjem? Gestern war ich bei meinen Freunden. Ich wollte ihnen beim Umzug helfen. Früher hatten sie ein kleines Haus. Letzten Monat haben sie ein großes Haus gekauft. Und wir mussten viele Möbel tragen. Uveče smo završili. Am Abend, možemo reći, smo bili gotovi. Am Abend waren wir fertig. Znači, fertig sein, biti s nečim gotov. Also, ich bin fertig, spreman sam, završio sam. Ich bin mit der Arbeit fertig, završio sam sa poslom. Znači, am Abend waren sie, waren wir. Am Abend waren wir fertig. Možemo reći am Abend waren wir mit der Arbeit fertig. Dobro. Gestern war ich bei meinen Freunden. Ich wollte ihnen beim Umzug helfen. Früher hatten sie ein kleines Haus. Letzten Monat haben sie ein großes Haus gekauft. Und wir mussten viele Möbel tragen. Und am Abend waren wir fertig. Onda smo zajedno jeli i pili. Dann haben wir zusammen gegessen und getrunken. Dann haben wir zusammen gegessen und getrunken. Perfekt. Wir haben gegessen und wir haben getrunken. Dann haben wir zusammen gegessen und getrunken. Gestern war ich bei meinen Freunden. Ich wollte ihnen beim Umzug helfen. Früher hatten sie ein kleines Haus. Letzten Monat haben sie ein großes Haus gekauft. Wir mussten viele Möbel tragen. Am Abend waren wir fertig. Dann haben wir gegessen und getrunken. Und jetzt uveče sam otišao kuć. Um 22 Uhr bin ich nach Hause. Gefahren. Um 22 bin ich nach Hause gefahren. Perfekt, ali glagol kretanja, fahren, tako da nije ich habe, nego je nam drugom mjestu pomoćni glagol sein. Um 22 Uhr bin ich nach Hause gefahren. Gestern war ich bei meinen Freunden. Ich wollte ihnen beim Umzug helfen. Früher hatten sie ein kleines Haus. Letzten Monat haben sie ein großes Haus gekauft. Wir mussten viele Möbel tragen. Am Abend waren wir fertig. Dann haben wir gegessen und getrunken. Ich bin um 22 Uhr nach Hause gefahren. Bio sam tod müde, mrtav umoran. Ich war tod müde. Ich war tod müde. Mrtav umoran. Ich war tot müde i odmah sam zaspao. Ich bin gleich eingeschlafen. Znači, einschlafen je uspavati se, zaspati. I u perfektu koristimo glagol sein kao pomoćni glagol. Znači, ich habe. Spavao sam
ich habe geschlafen. Znači, saspavati ide ich habe. Ali, zaspao sam, ich bin eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen. Ob ich spremni za celu priču? Gestern war ich bei meinen Freunden. Ich wollte ihnen bei Umzug helfen. Früher hatten sie ein kleines Haus. Letzten Monat haben sie ein großes Haus gekauft. Und wir mussten viele Möbel tragen. Am Abend waren wir fertig und dann haben wir gegessen und getrunken. Ich bin um 22 Uhr nach Hause gefahren. Ich war todmüde und ich bin gleich eingeschlafen. Ich bin gleich eingeschlafen. Znači, sad imamo prvo. Kako biše prvo? Danas sam srećan. Ajde. Heute bin ich glücklich. Ich muss nicht arbeiten. Ich habe viel Zeit. Ich kann machen, was ich will. Ich rufe meine Freundin an. Sie besucht mich. Und dann gehen wir einkaufen. Dann machen wir einen Spaziergang. Am Abend essen wir in einem schönen Restaurant. Nach dem Abendessen sehen wir uns einen Film im Kino an. Dann lese ich noch ein bisschen im Bett und dann schlafe ich. Prva. Hoću mi drugu? Možete i sami bez mene. Ok, ali samo šta hoću da dokažem i pokažem ovim svojim ponavljanjem, znači šta treba da radim. Da pričate tako kratke pričice, da prepričavate, da prepričavate, da se trudite, ponavljate ove rečenice. Znači, morate ih znati na pamet. Neka vam ovaj video, znači, dok ne znate na pamet, da ne znate ove sve rečenice na pamet, niste ništa uradili. Koliko traje? 27 minuta, pola sata. Znači, provedite još pola sata, još pola sata, još pola sata, dok ne znate tako brzo da ispričate i da ste skroz sigurni u te rečenice. To znači da će one ostati u glavi i to znači da ćete se setiti nekih delova tih rečenica kada vam bude stvarno trebalo. Znači možda vi nećete izgovoriti baš istu rečenicu, mada su ove rečenice totalno primenljive u svakoj situaciji, ali možda ćete primeniti nešto slično, ali da bi vaš mozak mogao to da iskombinuje, on mora da je baš to dobro naučio. Mozak, on. Gehirn. Dakle, morate se potruditi da baš znate te rečenice na pamet. Ok. To je to. Hvala što ste gledali video lekciju i ovu i nadam se da se vidimo u nekoj od narednjih. Auf Wiedersehen. Tschüss.